Das menschliche Herz ist ein muskulöses Organ in der Brust, das eine entscheidende Rolle beim Pumpen von Blut durch den Körper spielt. Das Gewicht des menschlichen Herzens variiert in Abhängigkeit von mehreren Faktoren wie Geschlecht, Alter und allgemeiner Gesundheit, aber im Durchschnitt wiegt es etwa 11 Unzen, 310 bis 315 Gramm, bei Männern und 8,5 Unzen, 241 Gramm, bei Frauen. Das Herz ist ein lebenswichtiges Organ, das dafür verantwortlich ist, Blut durch den Körper zu pumpen, das Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen transportiert und Abfallprodukte entfernt. Das Herz besteht aus 4 Kammern, 2 Vorhöfen und 2 Ventrikeln, die zusammenarbeiten, um Blut durch den Körper zu pumpen. Die rechte Seite des Herzens erhält sauerstoffarmes Blut aus dem Körper und pumpt es zur Sauerstoffversorgung in die Lunge. Die linke Seite des Herzens erhält sauerstoffreiches Blut aus der Lunge und pumpt es in den Rest des Körpers. Das Herz ist auch von einem Beutel namens Perikard umgeben, der eine kleine Menge Flüssigkeit enthält, die das Herz und seine umgebenden Strukturen schmiert und schützt. Das Gewicht des Herzens kann in einigen Fällen variieren, z.B. Bei Menschen mit Herzerkrankungen oder Fettleibigkeit, das Herz kann vergrößert sein und mehr als das Durchschnittsgewicht wiegen. Außerdem kann sich das Gewicht des Herzens mit dem Alter ändern, da der Herzmuskel bei älteren Erwachsenen dicker und schwerer werden kann. Es ist erwähnenswert, dass das Gewicht des Herzens nicht der einzige Indikator für seine Gesundheit oder Funktion ist. Andere Faktoren wie Herzfrequenz, Blutdruck und die allgemeine kardiovaskuläre Gesundheit sind ebenfalls wichtige Indikatoren für die Herzgesundheit. Jegliche Veränderungen des Herzgewichts oder der Herzfunktion sollten von medizinischem Fachpersonal beurteilt und gegebenenfalls eine geeignete Behandlung eingeleitet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das menschliche Herz ein lebenswichtiges Organ ist, das eine entscheidende Rolle dabei spielt, Blut durch den Körper zu pumpen und die Zirkulation von Sauerstoff und Nährstoffen zu den Zellen aufrechtzuerhalten, während Abfallprodukte entfernt werden. Das durchschnittliche Gewicht des Herzens ist relativ gering und hängt von mehreren Faktoren ab, und sein Gewicht ist nicht der einzige Indikator für seine Gesundheit oder Funktion.